Liebe Leutchen, seid gegrüßt. Wir treffen uns heute hier, um den zweiten Spieltag in Angriff zu nehmen, in Frankfurt beim FSV. Und nach dem 1:1, was wir ja erreicht haben, in Köln gegen Bochum zum Start, wäre es natürlich ganz schön, wenn wir jetzt heute die ersten 3 Punkte holen könnten. Das Wetter ist okay, würde ich sagen, endlich mal wieder Flutlichtspiel. Das schreit eigentlich entweder nach Freitagabend oder nach dem Live-Spiel am Montag. So, ich habe einen Kommentar bekommen, wo mir gesagt wurde, ich soll doch bitte mal zusehen, das war nicht O'Halloran, sondern den Maurice Exlager einsetzen. Dann nehmen wir zumindest McInerney hier mit. Nilsson, gut, den können wir jetzt mal rausnehmen, denke ich. Dann setzen wir hier, ja, das Problem mit den Mittelfeldspielern ist nach wie vor da. Ich denke einfach Halfa mitnehmen. Dann sollte das eigentlich passen. Bröker ist einfach für mich keine Option mehr mit der 60er Stärke. Da kann er noch so eine gute Form haben. Eine 65, das würde das Ganze ein bisschen anders aussehen lassen. Aber ich denke mal, so hat jeder auch dafür Verständnis. Bin gespannt, wie heute die beiden da vorne harmonieren werden. Schibilko und eben Exlager. Ich verlasse mich da mal komplett auf euch. Ich habe mir gesagt, er kann was. Habe ihn ja auch ein bisschen natürlich vor Augen, was seine Zeit in Duisburg noch angeht. Fand ich ihn jetzt nicht so schlecht. So, wir haben alles gehalten. Das nehme ich jetzt mal als ganz gutes Omen mit für diese Partie. Man weiß ja nie so richtig, woran man ist beim FSV Frankfurt. Die spielen eine Saison, da sind die ganz oben dabei, da haben die Pech, da haben wir den Ex-Kölner Epstein, Dennis Epstein. Da spielen die ganz oben mit, dann haben die sogar Möglichkeiten, in die Bundesliga aufzusteigen. Und dann in der kommenden Saison mit eben den Vorschusslorbeeren, dann klappt es eben nicht mehr so gut. Und dann hängen die irgendwo ganz unten drin und müssen gucken, dass sie eben nicht absteigen. Was natürlich jetzt hier im Let's Play gelaufen ist, kann ich nicht sagen. 4 Saisons in der ersten Liga, da haben wir die zweite kaum irgendwo mitverfolgt. Irgendwas nicht konsequent, Spieltag für Spieltag, dass man das gewusst hätte. So, Matoschik und der Captain vom FSV, konnte ich leider nicht mehr lesen, hinten drauf, wer das war. Könnte Konrad gewesen sein mit der 5. Ziereis, Markus Ziereis ist ein Spieler, den sie von 1860 geholt haben. Der Epstein spielt links mit einer Doppelspitze. Und das ist unsere Aufstellung. Wenig Neues. Natürlich Adil Chihi in der Mannschaft für den gewechselten Marcel Risse, der jetzt in Schalke sein Unwesen treibt. Bin mal gespannt, ob er sich durchsetzen kann. Eventuell nehmen wir den ins Blickfeld und werden das eben dann nach und nach beobachten, ob er Einsätze bekommt, ob er keine Einsätze bekommt, ob man das überhaupt sehen kann, weiß ich noch nicht mal. Kenne mich ja noch nicht so gut aus hier in FIFA 14. Auch wenn ich jetzt hier schon wirklich sehr, sehr lange spiele. So, wir wollten ein bisschen defensiver anfangen, eben weil es auch auswärts ist. Und das hat gegen Bochum, glaube ich, gar nicht so schlecht funktioniert. Normalerweise haben wir hier den ersten Einwurf für uns jetzt. War natürlich ein Traumtor gleich zu Beginn von Mato Jajalo. Mal schauen, wie er es heute macht. Jonas Hector hat auch heute die Möglichkeit bekommen. Grimaldo, den ausgeliehenen Mann von Barca. Sehr schön gemacht, da ist jetzt schon Jajalo. Der Ball ist klasse vorne. Exlager ist schon gestartet. Kann er den Ball gut mitnehmen? Kann er. Legt nochmal raus. Flanke kommt nicht an. Gerhard hat die zweite Chance. Die zweite Chance! Super Aktion. Ein bisschen Glück natürlich, dass wir hier die zweite Möglichkeit hatten. Das war auch irgendwo nah des Handspiels. Und dann kommt Schibilko aus dem Hintergrund. Und verfehlt das Tor leider Gottes um einen guten halben Meter nach oben. Ja, zweite Bundesliga, 1. FC Köln. Schön, dass wir das eingeblendet bekommen. Das will ich natürlich jetzt nur noch für die kommenden 31 Spieltage lesen. Oder sagen wir eher für die kommenden 32. Es sei denn, wir geschaffen das früher, uns da irgendwie durchzusetzen. Schön jetzt vom Schibilko. Klasse jetzt rausgelegt auf Jajalo. Der versucht es da im Zweikampf. Schafft er nicht. FSV Frankfurt hat jetzt erstmal den Ball. Aber ihr merkt schon, wie die nach vorne gehen. Das ist genau wie gegen Bochum. Klasse Kopfballduell jetzt hier. Exlager wollte ihn sofort weiterlegen. Ja, schade, jetzt hat er sich ein bisschen verrannt da in der Mitte. Aber auch von ihm können wir das sagen, dass man da einfach merkt, den Einsatzwillen. Bruno Nascimento, Erik Durm. Da ist Chihi. Mal gucken, ob er das heute packen kann. Ball nach unten auf Gerhard. Jajalo, wieder Gerhard. Ich muss geduldig sein. Das ist ganz wichtig. So, wieder Exlager. Jetzt geht er durch. Und die Fußspitze des Frankfurters verhindert hier den Alleingang auf den Torwart. Jetzt aufpassen auf Kauko. Ich glaube, das ist ein Finne.
jetzt oben. Klasse auf Durm. Den kommt er super mitnehmen. Durm, Ball zurückgelegt auf Matuschik. Und Gerhard würde ich einfach mal probieren. Distanzschüsse ist ja auch immer eine Option. Für uns. Da ja auch normalerweise die Torhüter in der zweiten Liga nicht so gut sein sollten. Klasse von Gerhard. Exlager geht und was macht er? Wo spielt er hin? Jetzt der Fehler, jetzt der Fehler. Oben hin schiebt Bilko, scheitert am Keeper. Ja, das war wieder so ein Geschenk im Prinzip, wie schon gegen Bochum. Exlager, einfach mal drauf. Und der küsst die Latte. Ich glaube, das hat sich schon ausgezahlt, den Ex-Duisburger einfach mal aufzustellen. Der hat Platz, schöne Körpertäuschung, schöne Drehung. Der Torwart, der macht gar nichts. Der hat anscheinend geglaubt, dass das Ding da drüber geht. Da hat er Glück, der Patrick Lant. Wurde ja von den, weiß gar nicht, wie das da gewählt wird in der zweiten Liga, öfters schon zu Torwart der Saison gekürt. So, Gerhard über die linke Seite wieder Hector. Hector mit der Ballrolle. Jetzt muss er ein bisschen warten. Jetzt schön gespielt auf Gerhard. Und der kann jetzt die Flanke reinbringen. Sie kommt und hinten ist Pschibilko. Und was macht er draus? Wenig. Also das ist dann natürlich schon fahrlässig, ne? Wenn man so einen Ball dann eben so vorbeiköpft. Der ist ja komplett ungedeckt. Mann. Halbe Stunde vorbei. Und es ist ganz klar ersichtlich, wer hier das Spiel macht. Nur es ist eben leider Gottes noch nichts bei rumgekommen. Wieder Gerhard. Ich glaube, das funktioniert auch wirklich mit der Ausrichtung sehr gut. Mit der Mannschaftsaufstellung und mit der Taktik. Ja, Jalo, jetzt oben mal im Zweikampf, ob er den Ball bekommt. Nee. Aber es gibt eine Ecke, die sind nervös, die Frankfurter. Die sind deutlich nervös. Natürlich macht ja Jalo die Standardsituation. Unten haben wir die Möglichkeit. Wir kommen nicht entschieden genug hin. Nee. Das war zu leicht, dann von Gerhard den Ball herzugeben. Genau, das war Konrad. Den habe ich richtig geraten am Anfang. Mit der Kapitänsgeschichte. Der Mann mit der 5 auf Frankfurter Seite. Kanziora über die linke Seite jetzt. Muss aber abstoppen. Sehr wenig Möglichkeiten hier. Jetzt eventuell mal oben hin. Aber ihr merkt, viel fällt ihnen nicht ein. Jetzt bekommen sie selber eine Ecke. Aber das war auch wichtig, dass wir dazwischen waren, nicht diese Flanken. Hat uns ja gegen Bochum schon den Sieg gekostet. Und wieder kommt ein Gegner dran. Hier, der Mann mit der 14. Der steht einfach nur. Chengu. Der braucht einfach nur zu stehen, das ist fahrlässig. Da stehen wir mit 4 Mann. Minimum. Um ihn rum. Und da geht's so wenig. So, Ball nach vorne von Hector. Der Exlager, der bietet sich auch sehr gut an, wie ich finde. Jalo auf Chihi. Außen hilft jetzt Durm. Adil Chihi geht durch. Vorne der Ball kommt auf Jalo. Im Zweikampf damit Chengu, der eben die Chance hatte. Muss das wieder erstmal mit einem hohen, weiten Ball klären. Also ich muss einfach zusehen, dass ich auch die Tore schieße, weil es bringt mir wenig, wenn ich ständig diese Überlegenheit habe und ich kann es nicht umsetzen. Das ist es eben. Oh, da hat Matuschik Pech. Holt sich den Ball. Pschibilko. Nach vorne. Einfach mal vorne rein. Wieder Matuschik. Ja, das war jetzt nicht so gut. Weil die Idee schon, aber die Umsetzung wenig. Ball haben wir schon wieder. Den Ball haben wir. Und wieder schenkt man her. Matuschik ist ein klasse Abräumer, aber mir fehlt da so ein bisschen die sinnvolle Kombination nach vorne. Das Aufbauen. Klasse von Frankfurt hier, der Konter. Müssen wir aufpassen. Horn hat natürlich da gerochen, was da los war. Und der geht schwer weit nach vorne. Ich wollte eigentlich nach unten spielen. Da muss ich aufpassen. Auch wenn das nicht online ist, aber ein Fehler ist ja immer ganz schnell gemacht. Jetzt wird es auch ein bisschen deutlicher im Spielaufbau, dass es da klemmt. Dass Frankfurt natürlich da ansetzen möchte. Das ist Exlager. So, der winkt nach vorne. Das war Matuschik. Schiebt Bilko vorne rein. Das ist Gerhard. Aber gegen 4 Mann, das ist dann einfach schwierig. Man sucht die Lücke, man sucht sie. Man findet sie nicht mehr. Die erste Phase der Halbzeit, die war sehr gut. Aber leider Gottes nicht mit einem Abschluss gekrönt. Lattentreffer haben wir gesehen. Und viele Möglichkeiten, die dann eben leichtfertig vergeben wurden. Ja, Distanzschüsse noch und nöcher am Anfang. Ja, das schaut mir wieder nach
Samstag aus hier, weil es nur ein Spiel ist. St. Pauli führt zur Halbzeit gegen den KSC mit 1:0. Und wir geizen noch mit Toren, aber es ist wieder deutlich, die Ballbesitzstatistik, 61%, Schüsse aufs Tor 2, die haben 0. Aber eben auch zweimal knapp neben die Kiste geköpft. So, wir gehen ein bisschen offensiver ran. Also ich behalte den Konter bei, ne, weil wir auch auswärts spielen. Und weil es mir, glaube ich, ganz gut liegt. Aber ein bisschen offensiver drauf. Hier, ein bisschen früher noch stören. Kanziora. Den haben wir in der ersten Halbzeit auch öfters gesehen über die linke Seite. Oh, der Ball kommt vorne rein. Das ist kein Abseits. Er schießt einfach mal drauf, der 18er. Natürlich sind das Schwächen im Stellungsspiel. Ich denke mal, in der Bundesliga wäre das wieder bestraft worden. Das ist dann positiv, dass ich jetzt hier in der zweiten spiele. Schön nach vorne jetzt. Schibilko, nee. Gefällt mir jetzt nicht mehr, wie wir spielen. Frankfurt macht es deutlich besser. Flanke, da ist überhaupt kein Mensch. Um Gottes Willen, was eine Chance. Ziereis, der Ex-60er. Mann, 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 dafür 20 cm gefehlt haben. Schöne Flanke von Kauko. Und jetzt ist es natürlich schon wieder offensichtlich geworden, wo die Schwächen halt sind. Wenn man den Ball nicht hat, gegen den Ball arbeiten muss, es funktioniert noch nicht so. Das funktioniert nicht. Die stehen immer jetzt auch viel besser. Die stehen viel besser bei den Leuten. Ex-Lager. Jetzt super rüberspielen. Aber wieder ein Bein dazwischen. Es ist doch wirklich wie verhext teilweise. Einfach mal grätschen. Einfach mal rein. Ja, gefällt den Zuschauern nicht so. Aber das war natürlich ganz klar. Das war Ball gespielt. Ah, klasse jetzt hier. Klasse auf Roschi. Den haben wir, den Ball, aber schenken ihn natürlich gnadenlos da in die Mitte. Jetzt haben sie die Chance. Nee. Sie nutzen die Chance nicht, jetzt wir. Eventuell mitten im Konter. Und dafür muss man halt auch schnell spielen. Ja, Jalo, ist er schnell genug? Aber dieser Chengu. Das ist ein Schrank da hinten. Ziereis. Auf Kanziora. Der muss normalerweise nochmal abstoppen. Es sei denn, er geht jetzt hier vorbei. Bekommt die Flanke rein. Hacke. Sehr, sehr interessante Geschichte. 62. Minute. Möglicherweise kann ich vorne was tauschen. Der Ex-Lager ist so tot jetzt schon. Obwohl er das erste Spiel ja eigentlich kaum gespielt hat. Oder überhaupt nicht gespielt hat. Er war ja draußen gewesen. Sagen wir mal, ja, Jalo raus. Und den Schnellhardt vorne rein. Ich will auch gerne mal Grimaldo ausprobieren. Auf der linken Seite. Und Marian Sades lasse ich mal noch sein. Die haben immer noch nicht aufs Tor geschossen, aber ganz ehrlich, also die sind gefährlicher als wir. Ganz deutlich jetzt ist es geworden. Jetzt der Ball ist klasse. Der ist super auf Schibilko. Jetzt vielleicht Chihi. Der hat ja gefordert, dass er spielen soll. Spielen muss. Ja, fast angekommen da. Da waren nämlich einige von uns. Den haben wir abgefälscht und haben damit anscheinend ein bisschen verrückt gemacht. Jetzt den Ball spielen, jetzt den Ball spielen. Ich hoffe, er kommt dahin. Wird gestört. War das alles fair? Ich denke, ein bisschen aus dem Tritt gekommen ist er. Unser Youngster. Aber Schiedsrichter hat nicht abgepfiffen. Oh, das ist böse. Da wollte ich im Prinzip eigentlich nur den Ball ins Ausspielen. Und vor allen Dingen auch natürlich den Angriff da unterbinden. Ja, Mannschaft ist jetzt, man merkt es, die werden müde. Merkt es an der Trägheit. Müssen schnell sehen, dass wir hier mal den Ball ins Aus bekommen. Oh, Ex-Lager kämpft. Der hat es faul gemacht. Ich denke mal, der wird auch noch die Karte kassieren. Schön gemacht jetzt. Schön gemacht. Spielt den Ball vor. Auf Schibilko. Jetzt hoch. Auf Gerhard. Gerhard muss warten. Jetzt kann er flanken. Die ist natürlich komplett deplatziert. Also ich glaube, ja, die gelbe Karte hatten wir erwartet. Wenn das heute mit einem 0:0 ausgeht, dann können wir, glaube ich, nicht zufrieden sein, weil in der zweiten Halbzeit, da haben wir es nochmal gesehen. Ball hat er verfehlt. Die zweite Halbzeit war deutlich auf Seiten der Frankfurter. Roschi mit der 22. Ich denke mal, da wird auch was passieren in Sachenwechsel. Ich habe noch zwei Tipps bekommen von euch bezüglich Transfers möglicherweise. Was man noch machen könnte in den paar Tagen, ist ja nicht mehr lang bis zum 31.8.
So, ich glaube, wir schieben jetzt noch ein bisschen vor, aber ich will das eigentlich nicht verlieren heute. Ich will das eigentlich nicht verlieren, das Spiel. Super gemacht, der Schnellheit ist ja noch fit. Im Gegensatz zu Gerhard, den Ball jetzt verliert, gehen wir doch wieder zurück, weil jetzt kommt Frankfurt nochmal. Man sieht es jetzt auch, die stehen ganz anders. Die stehen komplett offensiv. Schön von Chihi, hat er sich rübergeholt. Ich spiele ihn einfach nochmal lang nach vorne auf den Ex-Lager, ob der sich da durchwurscheln kann. Er kann es, Ex-Lager! Mann! Ja, er wird natürlich bedrängt, das ist überhaupt keine Frage. Da fehlt dann genauso viel wie vorhin beim FSV, beim Kopfball. Also beide Mannschaften heute mit Pech im Abschluss. Noch ein Wechsel jetzt hier. Handanovic für Suaga, aber ich, das ist nicht der Handanovic von Inter, der Torwart, logischerweise. So, wir gucken jetzt mal hinten noch. Nascimento, ich glaube, der war schneller als Golobar, deswegen kommt da jetzt Marien Saar. Ich hoffe, es passiert noch. 81. letzten 10 Minuten, ja. Das ist immer ganz positiv, dass, wenn der Anstoß noch nicht ausgeführt ist, der Abstoß, dass das Spiel dann noch wechselt. Das noch zulässt. Ein gleißenden Scheinwerferlicht hier. Da ist er, der Neuzugang. Der ehemalige Dortmunder, Junior, Marien Saar. Ich weiß jetzt gar nicht, ich hatte ihm was im Kopf, dass der in Mainz mal gewesen ist. Bin aber nicht sicher. So, Frankfurt können wir eventuell nochmal ärgern. Knapp war's. Cengu. Nochmal mit dem langen Ball nach vorne. Aber das ist auch der Vorteil, den wir haben. Wir haben sehr große Innenverteidiger. Also wenn da irgendwelche Flanken reinkommen, die können wir sehr gut kontrollieren. So, Ex-Lager oben jetzt. Oben jetzt. Der ist super gespielt auf Yannick Gerhardt. Super gemacht. Und jetzt einfach mal schießen. Ja. Das ist auch noch eine Baustelle von mir natürlich. Ich muss noch lernen, was jetzt der starke Fuß ist, was der schwache Fuß ist. Das ist eben nicht mehr so wie in Freiburg. Wenn da ein Batshuayi angerückt kommt. Mit einem Pfund. Mit einem sehr, sehr guten Torriecher, wie ich das ja immer nenne, von FIFA, von Fußballmanager noch. Ex-Lager. Das hier ist schon ein bisschen was anderes. Da muss man schon genauer zielen, wenn man ein Tor erzielen möchte. Nochmal Gerhard. Nochmal mit der Flankenmöglichkeit. Hinten kommt einer. Der legt ihn super zurück. Patrick Land hat den. 90. Minute ist jetzt rum. Nachspielzeit 3 Minuten. Frankfurt hat sich jetzt auch aufgeopfert in den letzten, ich würde sagen, 20, 25 Minuten, dass die jetzt eher wieder platt scheinen. Zwischenzeitlich hatte ich ein bisschen Angst um unsere Jungs. Oh, das ist gefährlich da hinten. Das ist gefährlich, was der macht. Jetzt mit Maurice Ex-Lager. Legt den super rüber, schiebt Beko. Mann, das war ein bisschen lasch. Da hätte er gehen müssen. Der war in den Lauf gespielt. Oder sollte er zumindest. Da hätte er doch Platz gehabt. Aber so konnte ich eben nicht mehr gehen. Ja, es ist ein 0:0. Es ist jetzt nicht das Torfestival gewesen. Und vor allen Dingen hat es nicht so begonnen wie gegen Bochum zu Hause. Aber die Jungs sehen nicht unglücklich aus. Und ich glaube, Ex-Lager hat sich heute die Herzen gespielt. Na, ihr wusstet ja schon länger, dass der was kann. Die Experten unter euch. Und der hat mir ganz gut gefallen. Jetzt auch am Ende. Wirklich mit der gelben Karte. Einsatz gezeigt. Da kann sowas passieren. Und trotz der gelben Karte noch reingegangen am Ende. Hat die Möglichkeiten dann noch erspielt. Also es war schon was möglich. Hier, das war natürlich die dickste Chance, die wir hatten. Die absolut dickste Chance. Und hier natürlich auch nicht unterschlagen. Die Möglichkeiten für die Frankfurter. Die war nicht so klar. Ich weiß nicht, ob wir den Kopfball noch sehen vom FSV. Nee, hier, da mal, das meinte ich. Er hat einfach nur auf den Ball gewartet. Und das war's dann. Von den Chancen her, natürlich eine klare Sache. Die haben insgesamt wirklich nicht aufs Tor geschossen. Und dann würde ja bedeuten, im Prinzip, wenn man das Spiel nicht gesehen hätte, sehr, sehr ruhiger Nachmittag für Horn. Aber da war schon wirklich Zittern bei. Das muss man wirklich so sagen. 53% Ballbesitz, auswärts sehr schön. Die Passgenauigkeit ist wieder auf eine 80. Nur eben mal wieder die Schussgenauigkeit, die uns Kopfzerbrechen bereitet. Es ist ein bisschen besser, zumindest was die Prozentzahlen angeht, gegenüber dem Spiel gegen Bochum. Aber natürlich immer noch 37%. Das ist indiskutabel schlecht. Aber dafür sind wir ja da, um das aufzuwerten, um das auszubauen. Matthew Lecky, australischer WM-Fahrer, der eingewechselt worden ist mit einer 6,8. Wem auch gut gefallen hat, war Roschi, der Mann mit der 22. Und Manuel Konrad, der Captain.
Cengu 7,4, Kauko 7,1. Den Eppstein haben sie letztendlich dann in die Defensive gedrängt. Auch Huber mit einer 7,4, Klanz 7,8. Wenn man die Noten sieht, könnte man denken, der FSV hätte hier das Spiel gewonnen. Und da sind wir im Moment nicht so schnell. Yannick Gerhardt ist natürlich genial mit einer 8,5. Matuschik 8,1. Also auch die Eindrücke des ersten Spiels haben sich gefestigt. Er ist hinten sehr gut. Nach vorne, ja, da fehlt's ihm. Da hat er Defizite. Deswegen müssen wir schauen, was wir machen. Ob wir nochmal aktiv werden oder ob wir auf Jajalo, Schnellhardt und Konsorten da vertrauen. Der Sascha Bigalke ist natürlich auch noch da. Und rechts, ja, Schnellhardt kann auch da spielen. Chi heute, der es ja gefordert hat, eingesetzt zu werden, hat natürlich deutlich abgestunken gegenüber seinem Gegenpart, Gerhardt auf der anderen Seite. Durm wieder klasse, Nascimento mit einer guten Partie, auch Golobar 7,1, da kann man nicht meckern. Saar hat keine Note bekommen, das war zu spät. Exlager kommt mir so schlecht weg, ich weiß nicht, ob das die gelbe Karte ist. Also er hatte wirklich sehr, sehr viel da vorne. Nicht nur an Chancen, sondern auch wirklich herausgespielt, geackert ohne Ende. Und ja, der zweite Spieltag ist vorbei, wir gehen weiter. St. Pauli, Spielende habe ich gelernt, danke für die Hinweise, dass das SE-Spielende heißt, hätte man sich doch denken können, aber gut. Man ist nicht altwissend, man lernt immer dazu. Die News, Deutschland abgegrast, warum findet der jetzt nichts mehr? Habe ich da wieder zu viel? Habe ich da anscheinend wieder zu viel drin? Wir können ja trotzdem gerade erstmal Transfers, muss ich hier auf die Wunschliste. Dann den Mann hier, den habt ihr mir vorgeschlagen. 23 Jahre alt vom FC Luzern aus der Schweiz, Ferid Madri. Möglicherweise könnte das ein Mann sein, den wir uns noch holen und dafür dann den alten, verdienten Per Nilsson abgeben. Wenn das noch geht, wenn der nicht schon aufhören möchte. Ja, mit dem Freiburg gezeigt Interesse an ihm, das habe ich auch gelernt, dass das ein Bug ist. Wir machen mal eine Anfrage. Das darf jetzt aber nicht zu lange dauern. Das darf nicht zu lange dauern. Ist auch sehr groß. Was ich auch klasse finde, habe ich ja eben angesprochen. In der zweiten Liga mit sehr großen Innenverteidigern zu spielen, das hat schon so seine Vorteile. Ja, und wo ist denn jetzt hier der gute Felix Groß? Den hatte ich nämlich auch noch mit reingenommen. Was habe ich hier Spieler drin? Das ist ja Wahnsinn. Das sind noch die ganzen Jungs von Freiburg. Oh Mann. Da ist er. Ganz unten. Hätte ich einfacher haben können. Technik, Physis. Faire Zweikämpfe, Gerätsche, Kurzpässe. Das ist alles nicht so schlecht bei ihm. Wir können ihn ja auch mal beobachten lassen und eine Anfrage stellen. Obwohl das ja, wie gesagt, eigentlich nicht mein Thema ist, weil einen Defensiven haben wir, ne, mit Matuschik. Das macht er sehr gut. Gucken wir mal. Es ist nicht mehr lang. Also ich müsste, glaube ich, dann wirklich jetzt ganz schnell... Genau, Madri, das würde 6,5 Millionen. Das ist natürlich zu viel. Das ist natürlich leider Gottes zu viel. Wir haben ja ein bisschen was bekommen, aber ihr seht ja schon. Wir müssen ungefähr die Hälfte bieten, dass es durchgehen könnte. So, jetzt haben wir minus 640. Also, ich könnte 2,9 und 2,8 könnte ich sagen. So, dann würde es passen. 2,85 meinetwegen, aber vielleicht erstmal so probieren. Werden die natürlich im Leben nicht machen, weil der ist wichtig für die. Ist essentieller Stammspieler. Ein besseres Zugestehen kann man nicht geben. Vielleicht für weniger zu haben. Okay, okay. Wir probieren es einfach mal. Ich kann auch Spieler dazugeben, aber ich weiß nicht, was er wert ist, beziehungsweise was er für eine Stärke hat. Wen wollen wir denn noch abgeben? Nilsson, aber Nilsson, gut. Das ist halt die andere Frage, ob das hinhauen würde. Bröker, ich glaube, den brauchen die nicht unbedingt. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo er hier war, ob der überhaupt da drin ist. Nee, der ist gar nicht drin. Der ist gar nicht möglich, der P. Nilsson. Bröker werden die nicht wollen, da bin ich mir relativ sicher. Wir probieren es trotzdem mal. Diese 2,8 Millionen hier anzufragen. Und dann, ja, zwei Tage noch. Jetzt die letzten 10 Stunden und wir haben zwei News. Also die werden uns mit Sicherheit da abgelehnt haben. 1,3 für Groß. Ja, das würde gehen. Wie das ihn interessiert. Ja, die wollen schon mal keinen Brücker. Das ist logisch. Spiel entfernen. Ich kann nicht mehr. Kann ich nicht. Ich könnte höchstens noch ein bisschen was am Budget verschieben. Das wäre möglich. Aber das wird nicht viel sein. Ganz ehrlich. Das wird sich auf ganz wenig belaufen. Wir brauchen noch ein bisschen was. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass der 25.000 möchte, ne, ein Gehalt, dann könnten wir das mal so probieren. So. Gibt uns jetzt wieder ein bisschen mehr Spielraum, aber es ist immer noch sehr wenig natürlich.
Warte mal, ich wollte doch Büro. Ach, das ist wieder ein Geklicker hier. Komplett wir. Ja, 3,2. Ich habe ja auch nicht mehr viel Zeit. Das ist das zweite Problem, was wir haben. So, den Bröker natürlich wieder rausnehmen, klar. So, kommt schon, ihr Schweizer. Lasst euch mal beim Tisch ziehen. Ihr habt doch bestimmt sowieso irgendwo Goldreserven von was weiß ich wo. Und von was weiß ich wem. Wäre nochmal schön, so einen Spieler zu haben, ne? Dann hätten wir für die Zukunft eine super Innenverteidigung. Der ist 23, der Saar ist nochmal jünger. Dann hätten wir das schon. Ne? Ist ja auch gut, dass es so ist, dass wir halt nicht das große Geld haben. Und jetzt wird's spannend. Thomas Müller für 22,5 Millionen zum FC Chelsea. Papadopoulos haben wir schon gesehen von Florenz, auch nach England zum FC Arsenal. Und Christian Benteke von Chelsea zum AC Mailand. Wir haben keine News. Ich hoffe mal, dass bei uns vielleicht noch irgendeiner wegen den Laien anfragt. Das wäre auch schön. Inakzeptabel. Na gut, dann wird's wahrscheinlich nicht. 5. Verdammt. Ich müsste noch irgendeinen abgeben, ne? Das wär's. Ne? Ich könnte dann wirklich sagen, Chihi könnten wir noch abgeben. Dann wirklich schneller auf die Position ziehen. Mal gucken. Da könnte man mich noch ein bisschen Geld für holen, glaube ich. Wo ist er denn? Chihi, 2,1 Millionen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann schneller auf die Seite. Theoretisch, ja, Jalo, ich weiß nicht, ob auch ein Spieler wie... Was man denn hier? Gut, bei Gerhard wissen wir das. Ob Bigalk auch außen spielen kann, das wär's eben. Ich werd's mal hier versuchen. Transferangebot ans Transferliste setzen, so. Natürlich, klar, das ist ein Mann mit 29 Jahren. Wir wollen uns ja so ein bisschen an der Jugend orientieren. So war's zumindest mal angedacht. Könnte man natürlich so machen. Lazar könnte für eine heftige Summe gehen. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Das passiert sehr wenig. Insgesamt. Jetzt nochmal was mit 18,5 Millionen. Wer ist denn da gewechselt? Man sieht es zumindest nicht bei den Top-Transfers hier. Da haben wir Muriel für 16 Millionen von Udine zu Newcastle. Aber was uns angeht, leider Gottes wenig. Jetzt haben wir eine News. Ich hätte gern ein bisschen mehr, weil ich möchte ja auch gern noch ein paar Leute ausleihen. Thomas Bröker. Das sind 90.000. Der ist 90.000 wert. Das kommt nochmal oben drauf. Dann könnten wir, ja, super, dann könnten wir nochmal ein bisschen was draufpacken bei den Jungs vom FC Luzern. Ja, nehmen wir an, 90.000. Ich hoffe, die bieten das auch, ja. Weil da unten wieder Gegenangebot 90.000 steht, was natürlich kompletter Unfug ist. Dann hätten wir das erledigt mit Thomas Brücker. Und dann kommt er zumindest nochmal zum Spielen, denke ich. Jetzt haben wir nochmal zwei News und wir haben ja noch, ja, 4 Stunden Zeit. Daniel Halfa könnte theoretisch auch. Das ist, glaube ich, eine Laie. Ne, die wollen den kaufen. 1,3. Dann müssten wir natürlich sehen, dass wir Chihi behalten. Klar. Geht nicht alles. Bigalke hätten wir noch. Kann ich, glaube ich, auch mit leben. Daniel Halfa, 29. Genau das gleiche wie für Chihi gilt. 1,3. Was haben die jetzt geboten? Die haben 1,3 geboten. 1,1 ist er wert. Machen wir. Da habe ich da nichts gegen. Dann haben wir wieder noch ein bisschen was. Verbleibendes Transferbudget 4,5. Könnten wir dann. Spieler verkauft. Also Thomas Brücker ist jetzt definitiv in der Schweiz unter Vertrag. Und jetzt nochmal in die News, wo ich gerade schon mal war und hab's wieder vermasselt. So, 5 Millionen, wir können das nicht machen. Wir könnten höchstens sagen 80.000 nochmal... Was, 80.000? Müssen doch nochmal so mehr haben jetzt. Wir müssen doch nochmal so mehr jetzt haben. Aber nee, eigentlich nicht, weil das sind ja nur die Bröker-Sachen. 3,3, dann bin ich im Minus. Ich glaube, das kann ich nicht tun, oder? Geht das? Nee. Gut, jetzt werde ich das mal anders machen. 50, 3280, ja, die werden sich auch blöd verschaukelt vorkommen, die Leute. Ja, liegen immer noch weit auseinander, was die Geschichten hier angehen. Wenn das jetzt mit Halfa noch klappt und vor allem, wenn das in der Zeit noch klappt, dann wäre es möglich. Und jetzt ist Halfa, glaube ich, weg. Und jetzt haben wir, glaube ich, nochmal extra Kohle. Aber die haben noch nicht wieder abgesagt. Das ist das Problem. Ja, genau. Halfa ist jetzt weg. 975.000 bekommen wir oben drauf. Ja. Hier müssen wir warten. Da müssen wir warten, leider Gottes. Ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr klappen. Das wird, glaube ich, nicht mehr klappen. Ich will nochmal die Verträge gucken, um wirklich zu wissen, was wir jetzt haben. Innenverteidigung. Linker, rechter Verteidiger. Das geht. Chihi. Links spielt Gerhard.
Ja, Jalo haben wir, schnell hat Bigalke. Ich denke mal, das passt schon. Vorne im Sturm ist es auch in Ordnung. Da ist es auch okay. Schauen wir uns die letzten 3 Stunden an. Luke de Jong von Tottenham zu Juve. Immer noch inakzeptabel. Die wollen immer noch 5 Mille haben. Ich kann jetzt ja noch ein bisschen was drauf tun. 4,1 möglicherweise. 4,2. Mal gucken, was habe ich denn jetzt noch? 4,1. Ich muss das jetzt hier wirklich probieren. 2,50. Wenn das jetzt nicht klappt, dann haben wir Pech, ne? Gehaltsbudget. Ich könnte da noch ein bisschen was aufstocken. Dann könnten wir den noch bekommen. Weil man sagt ja immer so schön, Meisterschaften gewinnst du halt in der Abwehr. Spiele vorne. So, wir brauchen nicht so viel Gehaltsbudget. Ich glaube, 30.000 müsste für ihn gehen. Dann haben wir 4,9. Dann kommen wir doch eigentlich klar mit dem. Dann müssten wir doch eigentlich klarkommen mit ihm. Das wäre natürlich ein teurer Transfer, natürlich. Aber mit 23 Jahren immer noch für die Zukunft. So, wir können 1,6 noch draufpacken. Dann machen wir das auch. 4,9. Dann kommen wir nicht ganz hin. Wenn ich jetzt die 80 noch wegnehme, dann machen wir 9. So. Jetzt kommt schon, Leute. Angebot absenden. Dann haben wir doch im Prinzip das, was er wollt. 2 Stunden, die uns noch bleiben. Sie entscheiden sich zumindest jetzt mal noch nicht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Lewandowski, 40,5 Millionen zu Manchester United. Die Bayern haben ja so ein bisschen Ausverkauf, habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir. Aber ich glaube, das wird nicht mehr klappen. Frist abgelaufen. Ich weiß nicht, wann ist das? 31. Nee, gut, das ist... Hat nicht mehr hingehauen. 174 Millionen insgesamt ausgegeben. Naja, das Geld, was wir haben, das können wir eventuell dann für den Winter benutzen, um uns da nochmal zu verstärken. Wir können den ja auf jeden Fall im Blickfeld lassen, wenn ich jetzt gerade sowieso... wo wollte ich hin? Hier Blickfeld. Wenn ich den ja sowieso im Blickfeld habe, dann können wir die Zeit auch mal nutzen und können ihn scouten lassen, dass wir genau Bescheid wissen. Aber wert 6,5 Millionen, also schlecht kann er nie sein. Schlecht kann er definitiv nie sein. Wir sind noch nicht wieder angekommen. Gleich am Ende, bevor das nächste Spiel kommt, kann ich euch nochmal die Tabelle zeigen. Jetzt spielen wir zu Hause gegen die Fürther. Und das ist dann schon das erste Spitzenspiel der Saison. Was ist jetzt los? Pressekonferenz, wo ist die denn? Abgeblieben. Geh nicht da. Ist gar nicht da, das Ding. Okay, gucken wir auf die Saison natürlich, auf die Ergebnisse. Das hier ist schon der neue Spieltag, der 8.9. Also wir sind jetzt definitiv am Sonntag dran, gegen Fürth. Und hier haben wir nochmal den August, die letzten Partien unten. Ja, Lautern hat gewonnen, Fürth hat verloren gegen Hertha, also die hatten da schon das Spitzenspiel unter der Woche. Und jetzt das zweite sofort hintereinander. Also man wird sich jetzt erst sortieren müssen. St. Pauli sehen wir auch, dass die gewinnen. Und jetzt eben dann wir gegen die Fürther. Und ich wollte doch die Tabelle noch zeigen, genau. Da wollte ich noch hin. Da stehen wir zurzeit auf Position 11, haben natürlich ein Spiel weniger. Wenn wir gewinnen sollten, den ersten Saisonsieg holen sollten, dann könnten wir auf 5 Punkte kommen. Je nachdem, Platz 5, 6, 7 in der Region könnten wir uns einreihen. Ganz oben Hertha mit 3 Siegen, genauso wie Cottbus. Dresden auch sehr gut mit 2 Siegen am Unentschieden, St. Pauli, Kaiserslautern, die Bochum auf der 6. Also wir haben nicht schlecht gespielt gegen die. Also definitiv, die haben wir noch nicht verloren. Stehen auf Platz 6 mit 5 Punkten. Ganz unten Ingolstadt, Karlsruhe, Union. Und führt auch nur 13. Also die haben definitiv auch was wieder gut zu machen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin, euer Baumi, macht's gut.